Hallo, ich bin Silvi, ich bin Sprecherin des Jugendrats Vaihingen und wir befinden uns heute hier in der Unterführung bei der B14 in Vaihingen und wir weihen heute die neue Hall of Fame ein. Ein Raum, um legal Graffiti zu sprühen. Und genau, wir haben hier ganz viele Wände, wo einfach jeder kommen kann, der möchte und sich künstlerisch austoben darf, möchte, wie er will und das eben auf legale Weise. Uns ist es besonders wichtig, weil vor allem auch Kinder und Jugendliche jetzt hier hinkommen können und so ein bisschen mehr in Berührung kommen mit dem Thema legales Graffiti und die Möglichkeit bekommen, legal Graffiti zu sprühen. Ich als Bezirksvorsteher von Stuttgart-Vaihingen begrüße diese neue Fläche sehr. Sie bietet jungen Menschen die Möglichkeit, ihre Graffiti-Kunst in einem legalen Rahmen auszuprobieren. Hier sind sie gewollt, hier sind sie willkommen und wir freuen uns über die Kunst, die hier entsteht. Und damit verhindern wir auch, dass junge Menschen Straftaten begehen, um Graffiti-Kunst auszuprobieren. Also nicht verbieten, sondern Optionen bieten und Möglichkeiten einrichten. Und das gelang hier super in einer tollen Kooperation von ganz vielen Trägern, von Stadt, von Kriminalprävention, von Jugendhaus. Eine tolle Sache, dass es gelungen ist.